Hallo, ich bin Seppel und heute habe ich euch etwas ganz Besonderes mitgebracht, und zwar ein Piratenschiff. Aber nicht irgendein Piratenschiff, sondern ein B-Modell für die 70437, dem Mystery Castle. Zu einem richtigen Piratenschiff gehört natürlich auch ein imperialer Außenposten, welcher die Piraten bekämpft. Dieser lässt sich ebenfalls noch mit den Teilen des Mystery Castles bauen. Schauen wir uns das Ganze doch der Reihe nach an. Beginnend mit dem Schiff. Dieses ist ganz in Schwarz gehalten und hat eine Länge von 32 cm und eine Höhe von 33 cm. Es verfügt über einen Mast, an dem 6 Segel befestigt sind. Diese Segel sind aus Platten gebaut, gefallen mir aber dennoch sehr gut. Auf dem Mast dürfen natürlich ein Ausguck sowie die Jolly Roger nicht fehlen. In den schwarzen Rumpf integriert sind zwei bestückte Kanonenpforten. Diese Kanonen lassen sich in der Höhe variieren. Das Deck ist nicht nur von einer hübschen Reling umgeben, sondern hier findet sich auch ein Laderaum mit Luke, die geöffnet werden kann. Dort findet sich mehr Platz, als man erwarten würde, wobei der Zugang natürlich durch das Segel etwas eingeschränkt ist. Im Gegensatz zu den allermeisten Lego-Schiffen verfügt dieses über ein funktionierendes Ruder. Zusätzlich lässt sich das Steuerrad natürlich auch drehen. Zu einem richtigen Schiff gehört natürlich auch ein Kapitän. Am besten eignet sich hierzu das Monster, das in dem Mystery Castle enthalten war. Dieses hat sogar angemessene Kleidung an, benötigt also nur noch einen Hut, den wir uns kurzerhand ausleihen. Das Deck ist hinten mit zwei Laternen beleuchtet. Direkt darunter befindet sich die Kajüte, die man von beiden Seiten öffnen kann. Da es sich um ein sehr kleines Schiff handelt, ist die Zugänglichkeit natürlich trotzdem sehr eingeschränkt. Die Einrichtung der Kajüte besteht hauptsächlich aus einer Orgel, die ich euch hier leider nicht zeigen kann. Natürlich kommt man auch in die Kajüte, indem man die Tür auf der Vorderseite öffnet. Wie ihr seht, hat das Schiff von oben eine sehr schöne Form. Wie bei allen Lego-Segeln sehen diese von der Rückseite nicht ganz so gut aus. Wobei ich auch hier nicht unzufrieden bin. Dadurch, dass die unteren Segel etwas schräg stehen, wird das Ganze etwas aufgelockert. Die Kanonenpforten sind auf dieser Seite nur angedeutet und verschlossen. Die vordere kann man aber auch als Planke verwenden. Das Schiff erfordert beim Bauen zwar etwas Geschick, am Ende ist es allerdings ziemlich stabil. Selbst der Mast ist nach vorne und hinten abgesichert, sodass man das Schiff sogar hier anheben kann. Am wenigsten stabil ist das Ruder, das ist hier aber der Preis für die Funktion. Etwas einfacher zu bauen ist dieser imperiale Außenposten. Dieser besteht aus zwei Türmen, die über einen Steg und eine Treppe miteinander verbunden sind. Bei diesem Fort habe ich mich an den Lego-Sets aus den späten 80ern und den frühen 90ern orientiert. Eigentlich müsste dieses Fort natürlich gelb und weiß sein, wobei das Ganze in der Sonne natürlich schnell ausbleicht und dann sieht es genau so aus. Wer die alten Sets aus der Piratenserie kennt, der findet sicher die ein oder andere Bautechnik wieder, die ich hier aufgegriffen habe. Zum Beispiel ist dieses Muster hier oben aus der legendären Eldorado Fortress übernommen. Vor dem größeren Turm ist ein Stück Felsen, an dem angelegt werden kann. Dieses ist schön mit einer Kette abgesichert. Der Eingang zum Turm ist mit einem Fallgatter versehen. Hier konnte ich das Zaunelement aus dem Set sehr gut nutzen. Herablassen kann man das Gatter nicht. Auf dem Turm befindet sich eine Kanone, die in jede Richtung ausgerichtet werden kann. Man kann diese auch ganz leicht abnehmen, um sie zum Beispiel auf dem Schiff zu platzieren. Auch in der Höhe kann man die Kanone verstellen. Natürlich hat dieses Fort auch eine selbstgebaute Flagge. Von dem großen Turm aus gelangt man über eine Treppe auf den Gefängnisturm mit ausreichend Platz für Piraten. Das Fort ist sehr robust geworden, wodurch man es ohne Probleme bespielen kann. Von hinten sind das Gefängnis sowie die Wachstube geöffnet, sodass man hier sehr gut Figuren platzieren kann. Die Figuren aus dem Set ersetzt man besser durch eigene. In der Wachstube steht ein bequemer Stuhl, auf dem die Wachleute ihre Flasche Wasser genießen können. Auch wenn das Schiff natürlich nicht schwimmen kann, ist hier mit den beiden Modellen ein sehr hoher Spielwert gegeben. Ich kann mir hier etliche Spielszenarien vorstellen. Ihr bekommt hier wirklich alles, was das Piratenherz begehrt. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal aus einer Burg ein Schiff bauen würde und vor allem, dass dieses so gut aussieht. Die Idee dazu kommt von dem Rebrickable User Seelenfu. Dieser hat auf ähnliche Weise ein Scooby-Doo-Schiff gebaut.
In beiden Modellen zusammen sind 70% der im Set enthaltenen Teile verbaut. Übrig bleiben hauptsächlich Burgteile, sodass ihr diese auch sehr gut nutzen könnt. Die Anleitung für diese beiden Modelle könnt ihr auf rebrickable.com für ein paar Euro kaufen. Ich verlinke euch das in der Beschreibung. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Freude mit dem Schiff und dem Außenposten wie ich. Bis bald, euer Sebbel.